Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Gameplay von Titan Quest Ragnarök. Ich habe letztes Mal gar nicht gesagt, dass es Weihnachtsevent ist. Sie hat nämlich eine Mütze. Das habe ich eigentlich gar nicht beachtet. Ja, sie hat eine Santa Claus Mütze, das ist richtig toll. Nun ja, Fremder, du bist auf dem Quijun. Aber wie bist du hierher gekommen? Es ist nicht sicher. Seltsame Bestien lauern überall. Und im Hauptmenü ist ein Weihnachtsbaum, aber der ist so unaufgelöst und hässlich. Und außerdem eben, ich will ja das Gameplay zeigen. Zeige ich nicht, aber wer kurz, ja, das Spiel schon hat, kann ja kurz mal schauen, wie es so aussieht. Die anderen, ja, schaut ihn lieber nicht an und schaut euch einen Real-Life-Weihnachtsbaum an. Der wurde nämlich nur dahin gekleistert. Ah, grüner Zauberstab. Ja. Würde eigentlich sehr gut sein für einen Pet, einen Stabmagier. Axt des Kopfgeldjägers. Aber so geringe Wahrscheinlichkeit, 5% und 6% Wahrscheinlichkeit für Lähmung und physischen Schaden, das ist natürlich nicht gerade gut. Ja. Okay, laufen wir weiter. Den Berg nach oben. Also das Spiel ist recht fordernd und macht auch sehr viel Spaß. Man hat immer was zu tun und ja, stirbt auch eventuell ab und zu. Ich bin jetzt wirklich lange nicht gestorben, glaube ich. Und bin gerade ein bisschen überrascht gewesen wegen dem Dot. Im letzten Part, also bin ich da ein bisschen gestorben. Aber eben, das ist alles, was unbalanciert ist. Also es ist halt viel in diesem Game nicht gerade so balanciert. Ist ein bisschen schade. Und eben, sterben in diesem Game ist keine... ja, ist nicht auf euch betreffend, sondern wirklich vom Spiel verschuldet. Weil, ihr müsst bedenken, Dot-Schaden ist so, dass man in längerer Zeit Schaden machen kann am Gegner und nicht alles plötzlich runterrasselt wie in Lichtgeschwindigkeit. Deshalb ist es so extrem unbalanciert, dass man halt einfach schneller stirbt als normale Angriffe. Angriffe machen nicht mal 5% Schaden von einem Dot, der rasselt einfach runter. Und ja, deshalb stirbt man ab und zu in diesem Game. Gut, für alle, die harte spielen oder einfach nicht sterben wollen, holt euch Resistenzen, seid ihr halt langsamer. Für mich ist es nichts, für ein Let's Play ist es nichts, für ja, Gameplay sowieso nicht, da muss man schon ein bisschen schneller spielen. Und ja, ich tue jetzt wirklich nicht Let's Play machen, sonst sind wir noch 500 Jahren noch am Farmen. Also tue ich euch das einfach rausschneiden, beziehungsweise gar nicht zeigen. Gar nicht aufnehmen zwischen den Parts immer machen. Wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Unten durch. Es ist jetzt wirklich komisch geschnitten dort. Die haben den Fels schon ausgeschnitten. Das geht nicht. Oh Gott, was sind das Wege? Ah, das sind wieder die Pengs mit Flügel. Also schon mit Flügel, aber. Bisschen anders, bisschen spitziger. So. Das sieht aus wie in einem Steinzeit-Spiel oder so. Sieht irgendwie ein bisschen nach Fluch der Karibik sieht das irgendwie aus. So richtig dicke ja, Seile. Tau. Da sollte man schon Tau sagen, oder? Das ist jetzt nicht genau. Aha! Ein Boss. Weg da, weg da, ja. Also. Der wird schwer. Ja, sicher! Wow.
tot? Nee. Also bitte diesem im Bewegen bleiben. Ja, sicher. Gut. Der hat's in sich und droppt nicht mal etwas. Okay. Wenn ich eine Action-Rollenspiel spiele, beziehungsweise eine Hack and Slay, dann möchte ich Drops vom Bossen. Ich weiß nicht, was da aus denen aus dem Kopf gehen. Irgendwie wollen die das nicht, dass wir farmen. Also, dass wir, ja, irgendwie die Bosse besiegen. Es hat keinen Grund, keine Drops bei den Bossen zu machen. Aber das sind auch Bosse. Nicht nur die Telkine, die diese Kugeln droppen. Ja, es ist halt eben das verschuldet, dass die Monster alle Kleidung und so droppen. Oder? Aber im Beutel mit einzigartigen Sachen oder so, ne, kein Bock. Also wir sind beim Jade-Kaiser angekommen. Ich bin fast am Verdursten, weil ich schön schnell jetzt rede und alles. Willkommen im Jade-Palast, würdiger Reisender. Ich bin hier schon seit vielen Jahren ohne Gesellschaft und würde eine Konversation in Angelegenheiten der Philosophie mit dir sehr genießen. Aber leider haben wir keine Zeit dafür, denn ein Schatten schwebt über dem Land. Du hast bereits zwei Telkine erschlagen. Eine außergewöhnliche Leistung. Aber den dritten aufzuhalten, wird viel schwieriger werden. Wenn du ihn nicht aufhältst, wird er mit Sicherheit Typhon befreien. Unsere Existenz ist bedroht. Die Götter haben den Krieg gegen die Titanen nur durch Überraschung und Täuschung gewonnen. Ihre Tricks werden jedoch kein zweites Mal funktionieren. Die Götter haben alle Titanen verbannt, bis auf einen. In ihrem Hochmut haben sie jenen, den sie am meisten hassten, unter einem Berg eingesperrt, Typhon. Er war für die Ewigkeit an das gekettet, was er beherrschen wollte, aber niemals besitzen konnte. Jetzt bedeutet der Hochmut der Götter ihren Fall. Typhon ist unter dem Berg Wusao, nicht weit von Chang'an, gefangen. Wenn du dich beeilst, kannst du den Telkine vielleicht davon abhalten, seinen Meister zu befreien. Nimm den Gang unter meiner Kammer. Die Herausforderungen, die vor dir liegen, sind gefährlicher als alle, denen jemals ein Mensch begegnet ist. Die Zukunft der Menschheit lastet auf deinen Schultern. Mögen deine Fähigkeiten und dein Wissen eine Rüstung gegen das sein, was dich erwartet. Ich konnte wirklich fast nicht zuhören, weil die Nymphe ihn immer wieder so aufgehoben hat und mit dem noch den Ball genommen. Das war so lustig. Ja, wir erfahren jetzt, wer der Boss ist. Der Typhon, denke ich mal. Ja, wir konnten dort nicht durch bei Chang'an, das ist natürlich wieder klar. Dann haben also die Menschen sozusagen ihr Untergang besiegelt, weil man einfach nicht durch kann, die besiegen kann, ohne dass Typhon aufwacht. Tekin, ja, nicht gerade toll. Und wieso hast du hier auch diese Terrakottas? Die sind so schwach. Fräßige sich, Lachs des Verzehrens. Das ist mein Name. Oh Gott. Ach ja. Yeah. Sind wir wieder schuld, weil die uns den Weg versperrt haben. Ja. Müssen wir wieder natürlich alles selbst in die Hand nehmen. In einem Action-Rollenspiel jemand zu finden, der mal etwas Gutes macht, ist, glaube ich, nicht so der Fall.
Ja gut, dann müssen wir halt eben alles selber machen und unmögliche Sachen schaffen. Weil ein Mensch, ein normaler Mensch, gegen einen Titan, ja, das wird schwer. Wenn es schon Götter ihn hassen, die Typhon, dann, ja. Oh je. Und wir noch mit Pets, die immer wieder sofort sterben. Aber toll, dass wir die Nymphe sehen. Ist ein bisschen rötlich. Das ist toll, dass die eine Weihnachtsmütze haben. Wahrscheinlich der Leech auch. Der Leichenkönig. Leech King. Nein, er heißt Leech. Also wieso heißt er auf Deutsch Leichenkönig? Ja, das sind ein paar wahrscheinlich ein bisschen World of Warcraft-Fan gewesen oder Warcraft 3. Ja. Hey, nicht beißen! Sonst kommen meine Wölfe und beißen euch in den Sack. Wieso haben Spinnen so großen Sack? Hat das jemand, kennt jemand die Spinne eigentlich so vom Natur, von der Biologie oder so, was da drin ist? Das ist eigentlich nur dieses Spinnenzeugs. Und die haben, glaube ich, alles so ein bisschen vorne, also ganz vorne am Sack. Ich denke, die produzieren einfach die Netze. Deshalb haben sie einen fetten Wanz. Weil Spinnen, die interessieren mich nicht. Weil ich habe überall Spinnen im Haus. Es ist, ja, es ist einfach so. Es ist auch gut wegen den Fliegen und wegen den ja, Schnaken und allem möglichen Stechmücken. Gibt schon recht viele hier in dieser, ja, auf diesem Plateau oben haben sie einfach ein perfektes Lager, also wo sie recht gut, weil unten im Tal, da hat es Teiche und so, da können sie, ja, sich vermehren sozusagen. Und oben auf den Plateaus machen sie dann Jagd auf Tiere und Menschen, oder? Das ist bei uns so schlimm manchmal, dass es lästig ist, extremst lästig. Lästig. Nicht nur, ja, oh, eine Schnake, ja, ich tu mal kurz ja, Giftspritzen oder so Sachen. Ein Spray da. Fliegenspray benutzen, alles mögliche. Die sind so viele, die können einfach mal kurz reinkommen und stechen. Fertig. Ah, das sind Sternegegner. Oder? Hm. Weil der so eine Aura hat, dachte ich, ja, da muss irgendwas Besonderes sein, aber das war nur ein Magier. Ich weiß gar nicht, kein Geistmeisterschaft, gar nicht so gut, was es jetzt genau war. Für eine Aura. Also benutzen tut man die, glaube ich, nicht. Könnte schon irgendwie Untoten vertreiben oder Life Leech? Nein. Nein, Life Leech ist so ein Tropfen, der geschossen wird. Irgendwas. Hauptsache, es ist nicht gerade so toll, da in der Nähe zu stehen. Hm. Ja, dann sind wir eigentlich hier fertig. He? Wir machen extra noch längere Zeit. Ein bisschen eine Besichtigung, bevor der Titan dann plötzlich kommt. Ich glaube, es ist doch noch ein weiter Weg, also es ist nicht gleich um die Ecke bei Chonon. Es geht schon ein bisschen weit nach Osten da.
Aber die Vorfreude ist vor allem bei mir schon extrem. Endlich dann blind zu zocken, zumindest ja. Vom langsamen Zocken, ja. Vom Durchraschen, da merkt man sich nichts da. Will man einfach so schnell wie möglich halt irgendwas sehen. Ich wollte eben die Sets sehen, dies war nur Endgame von D2 Immortal. Wieso ist der Trank gerade, oder weil der so ruckelt? Okay, der Trank kann man nicht aufsammeln, weil das Spiel wieder blöd macht. Ja, ja. So Endgame-Sets sind sicher cool umzusetzen hier in Titan Quest. Ja, dann sind wir fertig, hä? Unten geht's nach unten. Da denke ich mal hier. Ah, danke schön für die... Ah. Wenn dann hier irgendwas ist und wir verpassen's. Nur wegen dem Tiger. Ja, wir machen die Tiger. Wir sind kräftige Burschen, kräftige Beschwörer. Hä? Ja, genau. Bitte, Krieger, du musst helfen. Etwas Schreckliches ist passiert. Meine Schwester ist in Probleme geraten. Ja, gut. Und wo? Die sagen nie was. Ja, ich habe Probleme. Meine Schwester hat Probleme geraten. Ja, wir nehmen es an und suchen es selber extrem lange. Ah, oh, nicht diese fetten Kreaturen. Ja. Die gehen so schnell kaputt, das ist gut. Ja, wir haben es eigentlich schon gesehen, wo die Quest ist, also gehe ich jetzt hier unten durch. Wenn ihr es auch gesehen hat, ja, es war eigentlich eindeutig beide Frauen. Ja, wieso nicht? Oder ist es hier sogar? Wir haben doch noch ein Lager. Ja, es ist hier. Okay. Pff, ist wieder ein Bock. Die haben viele Bocks. Ah, der Kriegs... So. Jetzt sind sie ausgelöscht. Kraftvolle schon. Cool. Kraftvolle Trinke. Ja, da ist sie ja schon. Ich war noch nie so verschreckt. Ich habe den Zauber gebrochen, das wollte ich nicht. Plötzlich war ich von Monstern umgeben. Gut, dass du kamst. Die Stimme passt überhaupt nicht. Ich werde es erklären, guter Krieger. Jetzt hat es plötzlich eine andere Stimme. Vor langer Zeit tarnte der große, weise Lao Yun sich als Bettler und wanderte durch unser Land. Niemand wollte ihm Reis geben. Niemand ließ ihn herein, außer mir und meinen Schwestern. Der große Weise enthüllte uns sein wahres Selbst und gab uns magischen Samen. Wenn ihr diesen esst, sagte er, soll euch kein Leid geschehen, solange ihr auch kein Leid zufügt. Wow. Hunderte von Jahren haben wir friedlich alleine gelebt, fern von... Drei Schwestern. Aber sind klein? Okay. Okay, sie hat so von Schwestern geredet, ja. Wieso nicht? Zumindest haben wir jetzt wieder die Quest, die wir sonst übersprungen hätten, wenn wir zurückgereist wären. Das würden wahrscheinlich noch viele machen, aber ich hoffe, wir bekommen auch eine gute Belohnung. So, wo ist jetzt noch eine? Weil wir haben es. Also, wir sind drei Schwestern, jetzt noch eine. Und ich die Held. So. Habe ich jetzt gerade den Stern gar nicht gesehen. Aber gut, dass du das natürlich auf der Box oben auch schreibst.
Scan. Ja, es sind noch hier unten irgendwo ein paar. Jetzt nicht nach weit oben gehen. Ja, da ist ja schon die Stadt. Ein babylonischer Helm, okay. Wieso nicht? Jetzt noch einen babylonischen Helm. Wo wir schon längst durchgerannt sind. Die ist ja da oben. Ja. Also das machen die. So weit, okay. Dann sieht man von oben so weit, ja. Interessant. Wir werden jetzt einfach hier alles erkunden noch. Weil so schwer ist es jetzt gerade nicht mehr hier. Seitdem die tot sind, die Tigermenschen. Ja, es geht sonst zu weit nach oben. Ich glaube kaum, dass die da oben sind. Aber dennoch, ich bin jetzt momentan recht motiviert durch die... durch den Schwierigkeitsgrad und durch die schönen Gegenden. Weil das ist, so sieht man jetzt eigentlich nicht so häufig. Ah, da sind diese Viecher, Subbewohner vom Legend of... Legend of House, oder wie heißt das schon wieder? Muss ich mal kurz nachschauen, ob die einen neuen Patch rausgebracht haben. Weil man könnte ihn ja gemeinsam alle machen, also vielleicht in einem Livestream. Ja, er heißt Legend of Chaos Mod. Ist eben tiptop für so Beschwörer, aber eben, ich wollte natürlich auch einen Beschwörer im Hauptspiel machen. Und geht eigentlich sehr gut, also ich hätte gedacht, wir kommen irgendwann mal nicht mehr weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo anders noch eine Schwester sein kann. Na gut, die... Ach, Fremder, du hast sie gerettet. Vielen Dank. Es sind drei Schwestern und nur eine ist gefangen. Wo ist dann die letzte? Also ich komme jetzt in dieser Quest gerade nicht draus. Das ist ein bisschen zu komisch. 10 Gesamtgeschwindigkeit. Ja, wieso nicht eine Katzenamulett? Wieso nicht tragen? Das auch. Ich trage ja dann immer 2. Kann man die jetzt nicht wechseln? Ich will eigentlich die Dingessenzen da drüben haben, links. Okay, dann sind wir fertig. Da unten möchte ich eben noch kurz schauen. Ja, da kommt man gar nicht durch. Ja, das ist ich glaube, der Held ist extrem wasserschnell. Ja, das ist nichts mehr. Hä? Okay. Ja. Dann mal hier hingehen. Nein, bitte nicht. Also die Questbelohnung ist natürlich auch nicht so gut gewesen. Was für Erfahrungen haben wir bekommen? Es ist eben kein Rollenspiel, also wenig Quests und echt gute Belohnung. Also man ist ja ein paar Verwechsler gewöhnt, dass man Skillpunkte bekommt und Statspunkte. Aber nicht so viel in diesem Spiel. Eher von Hauptquests. Natürlich, dass man keins verpasst. Dankeschön, liebe Tiger, dass ihr mich nicht angreift. Ich laufe einfach die ganze Zeit durch und die greifen mich nicht an. Und dass die wieder ein Lager haben, wie viel wollen noch kommen? Aber im Jadekaiser habe ich noch einen Erfolg bekommen. Summit irgendwas. Jade Summit, glaube ich, ist der Erfolg. Ist nett, dass man immer wieder ab und zu von der Hauptquest oder von der Nebenquest, glaube ich,
Erfolge bekommt. Ich sage Stream. Bei Steam kommt, bekommt man natürlich immer gerne Erfolge. So, dann sind wir eigentlich fertig, ne? Gut. Da haben wir noch ein bisschen ein Stückchen. Ab da nach oben, da nach drüben möchte ich eigentlich nicht. Ah, da geht's auf. Ja, da, ich zeig's euch noch, weil die Zeit, ja, nach 5 Minuten haben wir gut Zeit. Ah, was mache ich jetzt schon wieder? Ich wollte einfach mal noch ein Quicksilver-Flask einfläsen. Ich bin einfach zu viel Powerfaxer. Ich habe jetzt so lange gerusht. 5 Akte wieder gemacht mit einem neuen Charakter. Wieder ein Frostballs-Magier. Der ist einfach voll overpowered von der Schnelligkeit. Gegen Boss war nicht so, aber da habe ich einen anderen Spell. Das ist einfach nur cool. So, dann geht's hier weiter. Oben und unten hat's gar keinen Platz für irgendwas. Ah. Wie süß. Kommt. Hallo. Scheren sind das jetzt. Hör auf mit diesen Flammen. Der ist interessant gewesen. Was haben wir verloren? Nichts? Okay. Hm. Schädentracht. Mal kurz hier runter gehen, aber das ist nur ein Stein, okay? Jo. Dann gehen wir natürlich hoch. Wieder nach Chang'an. Nochmal ein. Okay, jetzt ist der Wolf tot. So viel dort. Dankeschön für den Schein. Noch einen zweiten Schein. Hm? Ja, jetzt haben wir jetzt bekommen. Hu heißt stolz. Der Hai ist stolz. Müsste hier sein. Okay. 5 auf Kriegswind. Kriegswind ist wirklich nicht gerade so ein guter Angriff, aber als Bandit mit 2 Speeren, 10 auf Kriegswind, würde der Angriff eigentlich fett Schaden machen. Das ist mal interessant, so neue Builds mit Unix auszutesten, also mit epischen und legendären Items. Ja. Auf jeden Fall ist Titan Quest ein Spiel, das ich eigentlich jede Zeit spielen möchte. Es wird nicht mehr langweilig. Es kann fast gar nicht mehr langweilig werden. Es ist so ein gutes Spiel jetzt geworden. Von der Anniversary Edition habe ich auch lange gespielt, ungefähr 5 Monate. Aber jetzt einen neuen Akt, das ist natürlich sehr nötig gewesen. Also machen wir kurz mal ein bisschen länger den Part, nur damit wir in Chang'an sind und nichts verpassen. Ah, wir sind schon in Chang'an. Gut. Ich denke, wir haben nichts verpasst. Ein paar Skelettis töten. Ja, perfekt. Auf die Zeit. Dann ist nämlich hier auch offen. Ich denke, sonst geht es hier nicht auf. Siegelring der Begabung. Das tönt gut. Prima, wunderbar. Ein wirklich toller Akt 3. Hat ihn gar nicht so gut in Erinnerung. Wirklich. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Gut. Und ich kann ihn nicht öffnen. What? Okay. Interessant, interessant. Hier oben ist aber auch nichts mehr.
Interessant, dass wir das nicht öffnen können. Schon fast komisch. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Anschauen.